Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Wir gehen in Woche Nummer 9 auf der PGA Tour. Wir haben ja die Players gespielt, aber da werde ich später noch was dazu sagen. Wir wollen gleich einsteigen. Pacific Championship ist das nächste Turnier, das ansteht, bevor wir dann noch ein weiteres haben und es dann zum ersten richtigen Major, ihr seht schon an meiner Kleidung, nämlich zum Masters geht nach Augusta. Aber da müssen wir noch zwei Turniere spielen und eins davon, Bandon Dunes Golf Resort, wartet auf uns. Das Feld, 144 Spieler und 500 Punkte für den FedEx Cup gibt es. Wir schauen mal rein und akzeptieren weiterhin natürlich die Einstellungen. Das heißt, wir werden nur Roundtype Full Round per Event One. Das passt soweit. Wir legen los. So, er wechselt die Kleidung, weil das ist die Kleidung für das Finale. Und wir spielen mal mit Jason Day zusammen. Das ist auch schön. So, der Wind ist wieder einigermaßen, ja, ich sag mal, akzeptabel. Wir schauen mal rein. Minus 9 ist auf der Scorekarte ganz oben. Okay. Wie gesagt, wir spielen mit Jason Day und wir starten die Runde im Bandon Dunes Golf Resort. Viel Spaß! EA Sports and the PGA Tour so proud to present the season-long race for the FedEx Cup. From Bandon Dunes on the central coast of Oregon, it's live final round coverage of the Pacific Championship. 18 holes, that's all we get to try and find a champion. It's a daunting task, but someone's gonna shoot the low round of the day and walk off with a title as we look at the early leaderboard. The leader is Paul Barjon. He's already at 9 under par. Meanwhile, our featured golfer looking to cobble together a solid round here on this fine Sunday. Ja, Bandon Dunes, das sagt mir irgendwas, aber ich glaube, den haben wir nur ein einziges Mal gespielt. Ich glaube, auf der Confrary Tour, wenn ich richtig weiß, war das gleich eventuell das erste Turnier und das zweite war dann Wolf Creek. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber soviel ich weiß, ist dieser Platz nicht ganz einfach zu spielen. Er wird jedenfalls Herausforderungen darstellen. Also, wollen wir es angehen? Wir schauen uns das erste Par 4 an. Es ist eigentlich verhältnismäßig kurz, 387 Yards. Die Herausforderung ist natürlich, den Ball dann gut hier hochzuspielen und deswegen glaube ich, werden wir hier gar nicht mit dem Driver spielen. Wir schauen noch mal ganz kurz nach dem Wind. Okay, wir haben Gegenwind, aber ich werde trotzdem, denke ich, das Hölzchen hier reinspielen, denn wenn wir hier ein bisschen auf die linke Seite reinkommen, rollt er uns sowieso rechts rüber und dann ist es ja auch nicht mehr weit bis zum Stock. Okay, legen wir los. Das nächste Turnier auf der PGA Tour. Ich wünsche uns ein schönes Spiel. Jo, das passt. Und er springt, wie gesagt, ein bisschen nach rechts. Und dann rollt er da noch den Hügel runter. So, dann schauen wir mal, was Jason Day heute drauf hat. Ja, auch er nimmt nur das Hölzchen. Sehr gut. Good strategy here on the opening hole. Three wood finds the fairway. Ja, da hatten wir beide denselben Gedanken, glaube ich. Sehr schön gespielt, aber er spielt zuerst das Grün an und hat ein Grinsen im Gesicht. He'll be factoring in this breeze in his face as he sets for a second. So, das hilft uns ein bisschen, weil wir dann sehen, was da oben passiert, auch was das Roll angeht. Und dann hat er ja schon mal nicht schlecht gespielt, aber Backspin. Er rollt ein bisschen weg vom Stock, das heißt, wir müssen auf jeden Fall hinter den Stock spielen. Okay, wir haben richtig Gegenwind. Approach. Ich würde eigentlich gerne mit wenig Backspin spielen. Okay, wir versuchen es mal da rein, weil dann ist er im Hang. Und wir haben ja auch 23 Fuß nach oben. Also ich bin der Meinung, wir müssen den sehr weit schlagen.
Ja. Wir müssen den mit Sicherheit sehr weit schlagen. Tja. Oh, that was a good strike. Took it straight at it too, that one bounce and check. Well played. A birdie putt at one. We check in with Nota Begay. And this may go just a fraction to the right, but otherwise it's flat and it's makeable. Ja, der ist machbar. Oh, yes, that's the way to start the day. It is a birdie here at the opening hole. And he will definitely not say no to that. Yep, gleich mal hier am Birdie an der ersten Bahn. Das ist natürlich vielversprechend. Okay, a well-played hole there. It is birdie to kick off the round. Will certainly help the cause. The second hole, a par 3, measuring 220 yards. In theory, it's a straightforward, the long par 3. Two bunkers left and short shouldn't be in play, but the hole does play deceivingly uphill, so a solid strike is a must. Okay, wir haben weiterhin die Ehre, weil wir haben ja beide das Birdie gespielt. Wieder gegen Wind, wieder erhöht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder hinten rein. Oh, ein Eisen 4, 212 Yards. Und das ist schon Drive. Mit dem Hybrid, Mitte grün. Was passiert denn da vorne? Ja, da ist eine False Front, ne? Oh ja, da sind Bunker. Ja, dann rollt er uns runter. Okay, aber Eisen 4. Gegenwind und 30 erhöht. Ja, wir sind vorhin doch deutlich nach hinten. Ja, okay, aber der Unterschied ist natürlich, dass das Wedge natürlich zum Liegen kam. Das wird natürlich es hier nicht. Aber ich denke, wir werden so spielen. Vielleicht dann noch ein bisschen reinfaden. Ja, ein bisschen reinfaden und etwas höher anspielen. Ja, wenn dann die False Front springt und hochspringt, sehr gut. Sehr gut. Damit können wir gut leben. Aber der Putt wird schwierig. Okay, okay, not taking any chances there. A good safe play in the middle portion of the green. Just want to maneuver this one close down the slope for birdie. Ja, da muss man aufpassen. Wenn man ein bisschen zu weit puttet, dann rollt er runter. Oh ja, ganz schönes Break und das macht er. Oh. Ah, the pace. Absolutely perfect there. Ja, er will's wissen. It's in for a birdie. Oh yay. Not say no to that. So, 5 inches down. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall kürzer bleiben. Denn dahinter geht's. Ne, da oben geht's wieder ein bisschen hoch. Also wir laufen nicht ungefähr Gefahr, dass er uns runterrollt. Aber ich bin trotzdem vorsichtig. Okay, wir haben eigentlich am Anfang Break deutlich nach rechts. Okay. Und dann da vorne wieder ein bisschen nach links. So. Und jetzt wieder ein bisschen. Ah ja, jetzt waren wir doch zu vorsichtig. Da war auch gut auf der Linie. Aber zu kurz. Da waren wir dann doch ein bisschen zu vorsichtig. Okay. Konzentriert bleiben. Es geht leicht bergab, aber meines Wissens kein Break, so wie ich das sehe. That finished off for par. You were the second. So, wo liegen wir denn jetzt? Red figures at one under. Okay, 39. Das heißt, wir sind in den Punkten. We head to the third now, our first par 5 at 563 yards. Bunkers appear to be scattered on either side of the fairway, so accuracy is a must. This green is definitely reachable in two, but
He does run nearly 50 yards from front to back, so if your approach isn't on target, you could be left with a putt of better than 100 feet. So, da habe ich mal kurz was getrunken. Ein Paar 5 mit etwas mehr als 500 Yards ist natürlich die Chance für uns hier auf den Birdie wieder zu gehen. Ja, es geht bergab. Das heißt, man sieht, dass der Ball runterfällt, aber er macht hier noch ganz schön Meter. Ja, man hat schon das Gefühl, die Fairways sind so ein bisschen St. Andrews-mäßig. Also die Bälle rollen gut hier auf den Fairways. Wind. Okay, der Wind kommt von rechts und wir haben ein bisschen Rückenwind. Okay, das heißt, wenn wir den hier reinspielen, müsste er auf jeden Fall nach links rüberspringen Richtung Jason Day. Ja, noch ein bisschen. This one started up the right side. Oh ja, der macht Meter. Der macht Meter. 321 Carry. Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they do. Ah, jetzt rollt er ein bisschen rüber, aber das ist okay. Das sind jetzt 380 Yards total. Sehr gut, 188. Wir können also mit dem Eisen das Grün angreifen. Got every bit of that, threw it all the way there and got it to stop. Home in two on the par five. So, wir haben weiterhin Rückenwind. Okay, Rückenwind diesmal. Das heißt auf jeden Fall ein Eisen weniger, sogar fast noch ein Eisen weniger. Eisen 8 könnte aber ein wenig knapp werden. Man sieht aber, dass das Ganze, ja, da oben ist ein leichtes Plateau, aber dann da hinten hier. Hier rollt der Ball links runter. Okay, wir haben Rückenwind. Es ist leicht erhöht, das spielt also keine Rolle. Eisen 7, hoch angespielt hierhin. Eisen 8. Ja, so viel wird es nicht werden, aber das rollt dann noch ein bisschen. Ich will, dass er mehr rollt. Okay, dann machen wir ein kurzes Eisen 7. Kurzes Eisen 7. Hoch angespielt. Ja, passt, das passt, das passt sehr gut. Eagle Chance. That is a marvelous shot. Look at that, Frank. You're sometimes on a par 5. You're happy to just be home. Maybe 50, 60 feet away, you take your two putts and move on. Here you're thinking about Eagle getting out of there with a three. Yeah, just imagine if he can roll. No, es darf nicht wahr sein. Der locht ja alles auf den Grüns. How you take advantage of a par five. It's in for an Eagle three. Superb. I mean, this would be so. Okay, ein bisschen bergauf. So, wir werden versuchen, ein bisschen durchs Break durchzupatten. Es ist nicht viel Break eigentlich. Aber wir müssen trotzdem etwas leicht rechts. So, und dann versuchen wir durchs Break durchzupatten. Ja, aber dann muss er wirklich Loch Mitte, ne? Dann muss er wirklich gute Loch Mitte. Ja. Ah, doch zu viel abgebogen. Schade, schade. Doch zu viel abgebogen. So, es geht ein bisschen bergab. Ja, jetzt dürfen wir nicht vergessen, das Break ist doch merklich. So, und jetzt hat das Break nicht angenommen. Jetzt ist er tatsächlich am Loch vorbei. Ein 3-Putt aus wenigen Yards. Das ist enttäuschend. Das ist sehr enttäuschend. Das war eigentlich eine sichere Verbesserung des Scores.
So that, safely in, it's a par here at the third. And he'll remain at one under par. Sehr enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend. Next, we come to the par 4 fourth hole, which measures out at 443 yards. Beware that the rough is thick if you miss here, but a well-placed drive rewards you with our first real look at the Pacific, as you'll see that big expanse of blue and start to hear the crashing waves below. So, Jason Day mittlerweile 4 unter Par nach 3 Löchern. Achter. Ja, ist ein interessanter Platz. Man sieht hier teilweise gar nicht, wo man hinspielen muss. And 213 carry. Ja, da muss man ein bisschen mit, also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Man sieht, die Bälle rollen sehr, sehr gut hier auf diesem Platz. Da hat er noch locker 60 Yards gemacht. Ja, ist aber auch natürlich klar. Im Prinzip müssten wir den jetzt hier reinspielen mit einem Fade. Ja, das ist ein heikles Thema, weil man sieht es ja, dass es schon hier dann um die Bahnen herum, um die Fairways herum ist das dann schon übelst. Wir haben auch noch Rückenwind. Okay, von hier sind es 160, 170. Ja, ich werde es ähnlich machen, auch mich auf das Holz und hoffen, dass er dann ein bisschen die Kurve hier macht, aber wir werden das Ganze nochmal ein bisschen reinfaden. Ja, macht ein bisschen die Kurve und jetzt sollte er hoffentlich ein bisschen rechts rüberrollen, dass er nicht in den Bunker kommt. Ah, ja, okay. But why? Just hit 3 wood down there, leave a nice yardage, knock it on the green, maybe make birdie. 150, okay. Second shot now, it has to be careful because that breeze can be tricky at his back. You don't want to overclub. Ja, das ist solide ins Grün, außer der rollt natürlich noch ein bisschen hin. And that ball looked very good in the air. Just doesn't quite finish up that near to the flag, but still on the green. From the fairway, Noda, this is second. He's got 117 yards to the front, 150 to the hole. Wind is helping from behind, so you can take a little less club. Ja, ja. Genau, da müssen wir ein bisschen weniger nehmen. Ja, wenn er ein bisschen zu weit links ist, dann wird er uns in den Bunker rollen. 12 Fuß down. Ja, das heißt, dann macht er mindestens 4-5 Kästchen mehr und dann noch der Rückenwind. Aber das Wedge wird nicht allzu weit rollen. Ja, okay, das zeigt gar nicht, dass er gar nicht so viel macht. Okay, ja, wir stehen ein bisschen überm Ball, ne? Darf man nicht vergessen, wir stehen überm Ball, dadurch müsste er ein bisschen nach rechts wegfliegen. Ja, komm, zieh! Ah! Direkt an die Kante. Ja, und jetzt hätte er eigentlich noch ein bisschen runterrollen müssen. Ja. Da hat uns ein halber Meter gefehlt. Ein halber Meter wäre er gut aufs Grün gesprungen. So. Erfahrungsgemäß fliegt er uns immer unheimlich weit nach links rüber. Ja, dass er jetzt so weit ist. Nicht zufriedenstellend, überhaupt nicht zufriedenstellend. Ja, klar, natürlich, der locht alles. Ist klar. That one was tracking the entire way. It is in for a spectacular birdie.
Hat einen Wert von 88 oder 86, ne? Und locht alles. Okay, wir haben wenig Break, ein bisschen. Okay, okay, okay. Das ist auch, sieht nach Level aus. Ja, 2 inches down. Das sieht man auf der rechten Seite gar nicht so. Okay. Aber wir haben eigentlich wenig Break, ein bisschen Break nach rechts in der Hälfte. Davor in die andere Richtung. Also rein theoretisch müsste es ein bisschen links vom Loch sein. Er wird langsamer und kommt nicht rechts rüber. Er wird langsamer, kommt nicht rechts rüber. Well read. That's Ian for a bogey 5. And he's gonna fall out of red figures back down to even par. Okay, wir rutschen ab auf genau die 53. The beach here at the 445 yard par 4 fifth. Like the previous hole, the landing area is a narrow one and it doesn't get much easier from there. The green's protected by a big bunker on the right and be careful because those onshore breezes like to push the ball that way. Tja, er locht jeden Putt. Und wir spielen einen 3-Putt. Ich glaube, das ist seit langer, langer Zeit zum ersten Mal ein 3-Putt an einem Paar 5. Und wir waren noch dicht am Loch. An der 3. Aber es ist wichtig, beim Golf nie über Vergangenes nachdenken. So, wie spielen wir denn? 432 Yards. Okay. Hier sind es 150, aber wir haben Gegenwind und wir müssen gucken, dass der, ja, da hier in die Kuhle reinläuft. Ja, dann doch ein bisschen mittig. Ja, jetzt ist er ein bisschen weit rechts. Ein bisschen weit rechts, aber ich denke, er läuft nach links runter. Ja, er wird nach links runterlaufen. So, was haben wir da noch? 122 ist ein Wedge. Now Noda his second from the fairway. 156 yards left to the hole. Pin all the way on the right. Ja, das würde mich nicht wundern, wenn der heute noch einen direkt einlocht. Ja, klar, das wird das nächste Birdie für ihn. Okay, es hat sich wenig getan. So, also diesmal haben wir stark gegen Wind im Verhältnis und wir dürfen nicht zu weit rechts, weil dann springt er uns rechts weg. Okay. Naja, okay, okay. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir links vom Stock zum Liegen kommen, aber die Frage ist die Länge. Ein bisschen hoch, jede Menge Gegenwind und mit Approach und 50er haben wir eventuell noch ganz schön Spin. Ja. Ja, wir stehen ein bisschen unterm Ball, das heißt, er geht sowieso nach links. Die Richtung ist gut. Und jetzt kein Spin. Okay. Oha. Oha. Ja, hält ein bisschen links an vom Stock. Und ist klar, fällt. Ja, am Schluss geht er mit 20 unter Par ins Haus. Okay. So, ein bisschen down. Ein bisschen über links. Es ist nicht viel. Okay. Okay.
will certainly help the cause. So, wir sind wieder auf dem 47. We continue our turn northward along the bluffs as we come to the par 3 sixth. It's another stout one at 217 yards. Most golfers will be happy to play toward the right center part of this large green and stay away from the trouble, including the cliff on the left. Okay, that one's dancing. So, 238 Yards zeigt er mir an, aber mit deutlichem Gegenwind. Der Ball wird also ziemlich schnell liegen bleiben, aber wir haben ein Hybrid. So, wie war denn das vorhin? Da haben wir eigentlich auch deutlich nach hinten, oder? Deutlich nach hinten. Ja, aber da ging es auch deutlich nach oben. Eisen 4 wird rollen. Aber wir haben ziemlich Gegenwind. Tja, was hat Jason gespielt? Hybrid ist mir eigentlich... Ja, doch. Bei dem Gegenwind müsste eigentlich passen. Aber wir spielen ihn hoch an. Ja, der geht links vom Stock. Der ist Richtung links. Ja, komm, nein, nicht darunter. Ah. Und wieder ist es ein Ticken. And that one not on the green, but not in a terrible spot either. Sitting up in the short grass. Second shot now, here at the par 3. Wieder ein Ticken. So. Ja, jetzt bleibt er zu weit links. Naja, okay, Pin High. Dann will ich mal hoffen, dass wir das Pärchen spielen können. One of the hardest things in golf is to turn three shots into two. And with that beautiful use of the flop shot, it's a good chance really to get up and down. So, macht er da jetzt auch wieder das Birdie? Also dann drehe ich durch. Oh, sehr gnädig, sehr, sehr gnädig. Ja, das ist jetzt wirklich sehr enttäuschend, ne? Okay. Leichtes Break und berghoch. Leichtes Break, berghoch. Das müsste auf jeden Fall reichen. Es ist nicht viel. Nicely read there. It is a par here at the sixth. And he'll stay right where he is. Na, vielleicht habe ich Glück und er schiebt den noch vorbei. Safely in for par here at the sixth. Sieht ja furchtbar aus, die Scorekarte. Da ist ja ein Pärchen drauf. Okay. Minus 9 ist noch der Führende. Ja, Fahne steckt links. Noch hat er den Driver in der Hand. Par 4. 410 Yards. Ja, er wird den Driver spielen. Nee, doch. Ja, ist ein Fairway, wie man so schön sagt. Wide and open. Ja, also das Fairway kann man eigentlich fast nicht verfehlen. Okay, der Wind kommt
von, ja, jetzt überlegen wir mal, wo macht es mehr Sinn, dass der Ball liegt? Ja, wir müssen eigentlich von rechts in das Grün reinspielen. Dann haben wir mehr Platz fürs, genau, da haben wir mehr Platz zum Anspielen. Als wenn der hier auf der linken Seite liegt. Ne? Das wäre nicht so gut. Wir müssen eigentlich schauen, dass er hier rechts reinrollt in diese Kuhle irgendwie. Dann haben wir einen besseren Winkel zum Anspielen. Und so, da geht direkt in den Hang. Ja, hopst noch drüber. This is gonna try and stay on the fairway and I believe it will up along the right edge. But a good shot. Also wenn sie auf den Fairways zurückrollen, das ist dann schon spannend. 304, okay. Well, sitting on an upslope here, you gotta be careful that you don't get this one straight up in the air from that line. Da haben wir wieder das Thema. 20 nach oben und Gegenwind. Also das ist schon sehr, sehr herausfordernd. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schläger mehr. Mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall einen Schläger mehr. Mit Approach haben wir noch Spin. Dann zieht der. Ja, aber da ist es flach. Ja, okay, wir stehen ein bisschen bergauf. Das heißt, dann wird er auch noch etwas kürzer. Ja, der wird auf keinen Fall zu lang. So, jetzt kein Spin. Ah! Ja, ist okay. Now the ball comes up a little bit short of the flag, but normally the rule of thumb for every 10 yards uphill, you have to add on another 10 yards. This one has a chance to be close. Ja, genau, das hatte ich mir eigentlich auch, aber der spinnt auch, okay. Ja, jetzt zeige ich. Just a little left of the hole, but a good chance for birdie. Jetzt zeige ich ihm den Putt. Oh ja, der wird spannend. Down to Noda. And this is a nice smooth right to lefter. This is the go zone. Ja, besser und doch etwas kürzer. Ja, ja. Right to left. Das ist 18, okay. Ja, zu früh. Got it there, but not quite on target. Unten durchgelaufen, durch den Amateureingang sozusagen. Here's Jason for birdie. Ja, das ist jetzt ein Klacks für Jason, ne? Das ist eigentlich ein Tap-In. Hält auch sehr weit rechts an. Ist klar, ne? Yes, runs that one right in. It's a birdie here at the 7. And he will definitely not say no to that. That one finished off. It'll be a par here at 7. And he'll stay right where he is. Ja, Jason Day. 7 Bahnen gespielt, 7 unter. The 8th hole here at Bandon takes us back toward the ocean. It's a par 4 at 385 yards. So, it's not a long one if you can successfully navigate or vomit over those two fairway bunkers. You could leave yourself with not much more than 50 yards or so for your approach. Talk about a friendly kick. I never got those. It could have stayed in the rough for the same price. Okay. 377 ist, wie gesagt, ein relativ kurzes Paar 4. Wir können dann natürlich hier mitten reinschlagen. Und dann rollt er uns bis vor. Denke ich mal. Ja, ja.
Den müssten wir sogar eigentlich ein bisschen faden. Yeah, nothing to fault there. Good balance, good follow through and a good start to this hole. Well, it's 74 yards here as he's set for his second. Ja, der ist natürlich auch wieder gut. Spinter? Nee, der bleibt liegen. Natürlich wieder hervorragende Annäherung. Yeah, good soft hands. That is nicely done. Nicely done, absolutely. So the great shot left him here. Now his second from relatively close range. So, was haben wir? Ein Pitch 60, aber da vorne geht's runter, oder? 34, 15, 20, 21. Ungefähr 21. Ach du Schande, Augenblick, lass uns mal schauen. Ja klar, das ist ganz, ganz schlecht für einen Pitch. Weil auf der einen Seite springt er nach rechts, auf der anderen Seite rollt er dann nach links. Ja, und rollt auch noch bergab, ne? Und wenn er zu früh aufkommt, dann springt er zu weit nach rechts. Hei. Ja, mit dem normalen Flop kommen wir nicht hin. Müssen wir einen Long Flop spielen. Er wird auf jeden Fall nach links springen. Ah, jetzt fliegt er natürlich rechts rüber. Und zu lang. Ah, schlecht. Schlechte Ausführung. Okay, oha. Very careful with the downhill part of this putt. It doesn't have a lot of break, but it will gather some speed. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen die Gefahr, dass das hinter der Bahn, hinterm Loch noch ein bisschen weiter abfällt. Das heißt, wenn er zu schnell ist, wird er nicht bremsen. Okay. Wir haben wenig Break, aber der beschleunigt natürlich, wenn er hier den Berg runterrollt. Das ist immer ganz gefährlich. Dann nimmt er normalerweise auch ein bisschen mehr das Break an. Wieder zu feige. Okay. Stay now. This for birdie. Naja, zum Glück habe ich nicht. So, ja, da sieht man, der Marker liegt auf. Okay, der Marker liegt, der fällt fast ins Loch. Okay. Okay, back in for par here at the eighth. And he'll remain right where he is. Yeah. Okay, that one finished off for a par. And he'll stay right where he is. Well, whereas the eighth was a short par four, nothing short about our closing hole here on this front side. The par five ninth topping out at 585 yards, the longest hole on the course. That said, birdie is certainly not out of the equation. That is, if you can avoid the pot bunkers in the landing area off the tee. Yeah, that's a nice swing, and the result is going to be a tee shot that is set up just fine. Ja,
Jo, jetzt heißt es natürlich ein bisschen Obacht, denn wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht in die Bunker kommen. Ja, wir könnten natürlich versuchen, hier über diesen Bunker oder an diesem Bunker hier vorbeizuspielen. Dann hätten wir einen direkteren Weg. Das müsste uns doch eigentlich gelingen. Ja, und der Wind müsste ihn ein bisschen in... Ja, das, wir müssten doch an dem Bunker vorbeikommen. Das müsste doch passen. Auf jeden Fall von der Länge her. Und wenn er dann rechts rüberrollt, rollt er wieder ein bisschen links rüber. 576, wenn wir 350 machen. Ja, das wäre natürlich nicht verkehrt. Ja, startet natürlich links und gerade. Er bleibt gerade. Ah, geht aber hoffentlich am Bunker vorbei. Ja, ein bisschen Glück haben wir uns aber auch verdient, ne? Danke. Dankeschön. Now from better than 300 yards out, a second to the par 5. Ja, gerade Schlag, sauberer Transportschlag Richtung Grün. Ja, die Richtung war sehr, sehr gut. Das heißt, wenn er fast bis ans Grün kommt, müssten wir doch, okay, 258. That's an aggressive layup, really trying to force that three wood down and get it as close as possible to the green. That's two good shots if you can't reach the par 5. Ja, wir haben sogar noch ein bisschen Rückenwind. Ein bisschen Rückenwind, nicht viel. Er drückt ihn hauptsächlich rüber, aber das Hybrid wird trotzdem rollen. Das Vierer. Wieso bringt er da eigentlich zwischendrin, zwischen Hybrid, den Driver? Okay. Das Hybrid aber kurz. Über links. Das Hybrid kurz über links. Ja, dann müsste er eigentlich so ein bisschen rechts rüberrollen. Der liegt so ein bisschen in der Kuhle. Ja, klar. Der bleibt links. Dann springt er links runter, oder? Ah, der ist zu lang, der ist zu lang, der ist zu lang. Komm, bleib oben! Ah! Hit that second shot on the button to this par 5, but Frank couldn't get it to stop. Yeah, too good, too long, sadly. Ja, klar, der ist okay, der ist gut, ein guter Pitch. Just a little beyond the hole, but pretty handy right there. Dann werden wir wieder einen Lobshot machen. Den Flop, den Flop, den Flop. Okay. Oh nein! Springt er nach vorne und einen kleinen Satz zurückgemacht. Ja, ist klar, ne? Yep, that's nicely done. It's a birdie here at the ninth. And that'll wrap up a front side that was absolutely a thing of beauty. How about 8 under 28? Not much more than a tap in there. It is a birdie at the ninth. And that's going to make this a 234 for the front side. So, wir sind auf dem 40. The back side begins here with the par 4 10th hole at 380 yards. The big hitters will feel like they can get it down there pretty close. An approach from the right side might be a bit shorter, but you'll get a better angle if you come at it from the left. Ja, 353 ist nicht besonders lang. Also so wie die Bälle hier rollen, da macht man ja locker 40, 50 Yards mit der Rolle auf dem Fairway. This starting toward the right side.
Really starting to make a hard game look easy. Drive after drive has been superb. And this one, well, as we like to say, is in the mayor's office. Ja, das hat schon einen Grund, warum da vor dem Grün oder so zwischendrin hier dieser Bunker ist. Hier vorne, bei 302 Yard, ist natürlich klar. So, wir haben die ersten 9 Loch gespielt, Benton Dunes. Und man muss eindeutig sagen, es ist kein leichter Platz, vor allen Dingen, weil eben sehr, sehr viel Roll. Die Bälle bleiben nicht so liegen, wie man sich das manchmal wünscht. Also man muss da schon gut mitdenken. Auch hat man sehr häufig Höhenunterschiede. Auch hier wieder 12 Fuß. Und ja, die Grüns sind schon tricky. Und wie gesagt, heute habe ich wieder kein so gutes Gefühl, was die Putts auf den Grüns angeht. Also werden wir schauen, dass wir uns noch ein bisschen durchkämpfen. Vielleicht noch 3 Birdies oder so. Und dann wird es natürlich wieder spannend, was die KI hier mit uns macht. Und da will ich ganz kurz einhaken zu TPC Sawgrass, wo wir ja am Schluss wegen einem Doppelbogey tatsächlich den Cut nicht geschafft haben für die Players. Und ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir das bei den Majors spielen. Und ich denke, es wird so sein, dass wir die Majors auch alle 4 Runden spielen. Und zwar komplett, damit wir nicht ganz so abhängig sind, denn ganz unabhängig geht nicht, denn die KI wird ja auf jeden Fall die anderen Spieler berechnen. Und aber so haben wir die Sache wesentlich ein bisschen im Griff. Und wenn dann halt ein Doppelbogey gespielt wird, dann sind wir wesentlich selber schuld, dass wir es gespielt haben. Aber damit natürlich dann ein bisschen die Sache auch beschleunigt wird, würde ich dann die ersten 3 Runden ohne einem Partner im Flight spielen wollen und dann nur im Finale dann, wenn wir eben dann auch ins den Cut schaffen und ins Finale kommen. Also so ist der Plan dann für Augusta, fürs erste Major. Wenn wir zum Masters gehen, dann werden wir also komplette Runden spielen, 4 komplette 18 Bahnen, aber erst im Finale in der letzten Runde, sofern wir sie erreichen sollten, uns die KI uns das auch lässt, dann, und wir natürlich auch entsprechend gut spielen, das dürfen wir nicht vergessen. Natürlich müssen wir unseren Teil auch dazu beitragen. Dann werden wir in der letzten Runde auf jeden Fall einen Mitspieler haben. So, das dazu. Kurzes Zwischenfazit hier zu Benton Dunes. Wir schauen mal ganz kurz, Stopp, hier rein ins Leaderboard, wie es denn aussieht. Natürlich Jason Day mittlerweile auf dem geteilten 2. Platz. Also wer so einen Flug hat. Und 63 ist es ja ein paar 72. Und ich bin mir sicher, Jason Day wird heute 58, also unter 60 bleiben. Also wenn er so weiterspielt, dann spielt er 16 unter. Und dann ist es eine 56 am Schluss. Da bin ich mal gespannt. Ah, okay, die meisten sind drin. Aber wir müssen uns anstrengen, denn wie gesagt, wir schauen mal noch mal kurz durch. Ja, die ja, da sind doch noch einige unterwegs. Doch noch 3, 4. Oh ja, da sind doch noch ein paar unterwegs. Und dann werden wir sehen. Und auch hinter uns sind noch einige. Siwoo Kim, Charlie Hoffman und Kitayama. Da sind noch einige auch hinter uns. Und dann werden wir schauen, wie die KI wieder mal mit uns dann umgeht. Okay, jetzt müssen wir uns die Sache noch mal ansehen. Wir haben Rückenwind. Also ich denke hier auch, wir werden höchstwahrscheinlich nur das Holz nehmen. Das Holz nehmen und dann müssen wir eben aufpassen, dass er uns nicht zu sehr Richtung Bunker rollt. Ja klar, wenn man natürlich versucht auf der Seite zu bleiben. Wir können natürlich auch Richtung Bunker spielen und den Fade spielen. Ja, wenn er uns nicht wieder wie vorhin. Okay, Holz 3, das passt. Dann auf die 2. 9. Und so viel Fade hat er nicht. Der geht genau Richtung Bunker. Ja, aber springt links davon. Okay. Okay, okay. Sehr schön. Wind von rechts. Sie dürfen auf keinen Fall zu lang sein, sonst haut er uns nach hinten ab. 60er Wedge. Mit Finesse wenig Spin. Der Wind dürfte eigentlich nicht so viel ausmachen. Nicht auf die Entfernung. Bisschen berghoch. Komm, Spin, Spin, Spin. Ah.
Im Prinzip lag er schon oben. Der lag schon oben. That is absolutely fine. So, das ist ein bisschen höher, also müssen wir eigentlich etwas länger spielen. Okay. Good chance to save par after that beautiful flop shot. Looked in trouble there at one stage. Now this for another birdie. Yes, rolls it right in. A birdie here at 10. Will certainly help the cause. So, kleines bisschen Break. So that's in for par to start this backside. And he'll stay at 2 under. On to the 11th now, a par 4 at 452 yards. Best to keep it down the middle or to the right off the tee. That leads to an uphill second where you'll most likely have to take it right over that bunker that guards the front right portion of the green. Ja, der Platz hat so ein bisschen Tendenzen, so ein bisschen die Charakteristik von St. Andrews oder von klassischen englischen Linkskursen. Allerdings natürlich hier ein paar Bäumchen, ist klar. Und hat nicht so die Weite, die Breite, so wie in St. Andrews, wo teilweise eben mehrere Grüns. Once again another great tee shot. I'm starting to wonder how low can you go? And the driving has been simply superb. Ja, wo eben teilweise zwei Grüns zusammen sind und auch die Fairways ineinander übergehen. Also hier ist natürlich alles schön getrennt. So, wir müssen auf jeden Fall über rechts und dann rollt er uns links runter. 477 Yards, da brauchen wir schon den Driver. Okay, 150, 200 Yards, wenn er hier liegen bleibt. So, so brauche ich das. Ja, noch ein bisschen rüber. Okay, er nimmt die Kurve. Ja, ist schon sehr weit drüben, aber weit genug weg vom Bunker. To the ball on an upslope now for his second. Ja, nimmt sich aber viel, viel Zeit. Gibt ja übrigens auch eine Zeitregel. Ich glaube, 40 oder 45 Sekunden sind es mittlerweile. Dann sollte man oder dann muss man eigentlich geschlagen haben, sonst läuft man Gefahr, einen Strafschlag zu bekommen. Also man kann sich auch nicht ewig Zeit lassen, wenn man an der Reihe ist, 45 Sekunden. Aber Profis sind da ein bisschen gelassen. Die nehmen sich die Zeit, die sie brauchen und auch manchmal ein bisschen mehr. Okay, der Wind ist ziemlich deutlich anscheinend. Ja. Eisen 8. Der Wind drückt ihn nach links rüber. Es ist ein etwas erhöhtes Grün. Ein bisschen länger spielen müssen wir den. Okay, da drüben geht es dann links rüber. Ja, ist sogar ein bisschen Gegenwind, würde ich fast sagen. Okay. Das Achter müsste ja schnell zum Liegen kommen. Okay. Ja, jetzt bleibt liegen. A touch long, a touch left. But still, how good can you putt? Chance now for another birdie. Ach, was heißt Chance? Das ist ein Birdie. Putts like this, even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. So, es geht deutlich berghoch.
2 Inches berghoch. Okay, hinten dran passiert eigentlich nicht viel. Wir haben Break von rechts nach links. Jetzt hatten wir aber auch mal Glück. Danke. It is in for a birdie. And he will definitely not say no to that. So that rushed in for par here at 11. And he'll stay at minus 3. So, 25. Ob wir es in die Top 10 noch schaffen, ich wage es zu bezweifeln. Linden Dunes, this one the 12th measures out at 238 yards. This one at least is slightly downhill. Areas of concern include that pot bunker short and left and then the thicker stuff that comes into play if you knock it over the back. Ja, ist natürlich klar, ne? Rückenwind, tiefer gelegen und den Bunker. Eisen 4 und dann eben ein Schläger, der nicht zum Liegen kommt. Ha. Auf keinen Fall zu lang. Nee. Also 17 runter, 18 runter und Rückenwind ist definitiv auf jeden Fall mindestens den Schläger weniger. Eisen 5. Ja, die Frage ist, wenn der aufkommt auf dem Grün, wie soll man den am Stock zum Liegen bringen? Eisen 4. Eisen 5. Tja, wenn es blöd läuft. Was soll schon passieren? Er kann eigentlich nur im Bunker landen. Und dann müssen wir halt an den Stock spielen. Ne? Es hilft nichts. Im Bunker. Ja gut, wir können ihn natürlich versuchen rein zu drawen. Dass er eigentlich hier aufs Grün kommt. Natürlich würde er sich dann leichter spielen, wenn wir den hier aufs Grün kriegen. Ja, aber wenn der Draw halt nicht kommt, ne? So, da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil der wird dann nach links springen Richtung Bunker. Ja, macht ein bisschen die Kurve und der geht halt... Ja, komm. Ja! Ah, okay. Komm, jetzt bleib liegen und jetzt rollt er runter. Das ist wieder ein halber Meter oder so hat eigentlich gefehlt, dann wäre er fast zum Stock gerollt. So, seiner. Ja klar, springt über den Bunker, hat auch das Glück des Tüchtigen, ne? Ja, okay. And this is going to be in the short grass just off to the left. Now, short-sided a bit as he sets up his second from left of the green. So, ich bin mittlerweile der absolute Flop-Liebling, beziehungsweise ich liebe den Flop-Shot. Ja, Rückenwind, aber ein bisschen höher. Also dürfte der gerade von der Länge ungefähr ein bisschen passen, oder? Okay. Ja, wenn wir das Grün nicht treffen, dann wird es schwierig mit dem Birdie, ist klar. Dann wird es schwierig. So. Er wird den pitchen oder chippen? Ein Bump and Run eigentlich. Eigentlich müsste man den dort vorne in den Hang, kurz vor dem Grün in den Hang, damit er hochspringt. Bump and Run. Nee, das macht er nicht. Ja, ist klar, dann rollt er ihm davon. Aber das ist nicht das Problem. Der tut alles innerhalb von 45 Yards oder Fuß tut der doch putten. Da mache ich mir ja gar keine Sorgen. Oh, ein bisschen arg weit links.
Okay, jetzt müssen wir aber ein bisschen eher auf uns achten, dass wir das hier jetzt nicht verhunzen. Es geht ein bisschen bergab und es geht ein bisschen über rechts. That one is safely in. It's a par here at 12. And he'll remain right where he is. So, a tough hole. And it's in for bogey at 12. And he's going to slide backwards to 3 under par. Ja, die Enttäuschung steht ins Gesicht geschrieben. We come now to the 13th, a 553-yard par 5. This hole reachable in 2. You may need to get lucky, though, on your drive, as rolling dunes could leave you with an uphill flyer lie or a tough downhill shot to contend with. Ja, man sieht keine Bunker, da gibt es keine Fairway-Bunker. Man kann also richtig Gas geben und muss halt gucken, dass man genau die Linie findet, dass der Ball richtig schön übers Fairway rollt. Okay, ja, das ist klar, wenn man hier in den Hang reinspielt. Ja. Man kann natürlich versuchen, eher hier in diese Welle reinzuspielen, damit er dann rechts rüberläuft und dann wieder links rüberläuft. Weil hier rollt er nur den Berg hoch und nimmt natürlich Tempo raus. Also es macht eigentlich mehr Sinn, hier über diese Seite zu spielen, damit er rollt. Ja, aber der ist jetzt nicht weit genug rechts, glaube ich. Ja, komm, lauf, 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 lauf. Ja, der macht ein paar Meter, das ist nicht verkehrt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen mehr gerade läuft. Okay, 339 Yards. Aber wir haben einen guten Winkel ins Grün jetzt. Ja, toller Blick aufs Fairway. Ja, geht ein bisschen links, habe ich so den Eindruck. Ja, geht über die linke Seite. Ja, der geht genau in diese Hügel hier rein. Dann springt er. Ja, dann... Ja, ist okay. Ja, wie gesagt, das sind halt Hügel, die relativ, wenn man sie nicht sauber erwischt oder nicht an der richtigen Stelle, nehmen die viel, viel Speed raus. Und dann bleibt natürlich der Ball schnell liegen. Okay, 222 Yards. Da kann ein Eisen spielen, so wie es aussieht. Ich gehe mal davon aus, dass das Grün angreift. 222. Ja, die Fahne steckt auch kurz. Okay. Ja, der ist safe auf dem Grün, fast pin high, aber jetzt rollt er rechts weg. Okay. Ja, kann man aber verschmerzen. Zwei Putts, Pärchen. Zwei Putts, Birdie. Okay. Ich gehe eher auf Eisen 5, weil wenn er da in den Hang geht, dann springt er eh nach rechts. Das Grün ist auch ein bisschen niedriger. Ja, ja. Die Frage ist wieder, wie viel nimmt er den Wind an? Okay. Er nimmt den Wind etwas an und kommt auf den Grün auf. Ja, jetzt rollt er aber doch auch wieder hinten durch. So, ich würde sagen, wir sollten einen Birdie spielen. Ein Birdie sollte drin sein. So now this one got to have enough to get up a fairly steep slope. This for eagle. Er hat aber auch ein Pech mit dem Putten. Nearly an eagle. It's just beautiful. The speed was perfect. It just didn't go down. So a chance now to bring this par 5 to its knees. A long eagle putt. So, 6 inches. Berg hoch. Es bricht erstmal alles nach rechts rüber. Das ist ein ganz schönes Tal hier. Dann geht es den Berg hoch und dann bricht es nach rechts, nach links. Aber es müsste mehr nach rechts brechen, als dass es dann oben nach links bricht.
Okay, wie gesagt, wir wollen einfach nur an den Stock kommen, damit wir dann einen Birdie spielen. So, und jetzt wieder ein bisschen nach links. Wuha! Ja! He can't seem to do anything wrong in this round. Wow. So, und jetzt kommst du. Ha! Nichts leichter als ein Igel hier. It's a birdie here at 13. And he's going to try and make a late charge here, down 4 with 5 holes remaining. On to a tough one now, the par 4 14th listed at 390 yards. Pot bunkers are the worry here. There are 5 of them to contend with, all told, and none are easy outs. The green is a narrow one as well, with a good amount of tilt from back to front. Ja, die Fahne steckt natürlich ganz hinten rechts, ne? Das ist eine spannende Geschichte. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir den Ball platzieren. Ja, ist klar, ne? Ja, eigentlich müsste man hier irgendwie durch. Man kann natürlich auch versuchen, straight hier rüber zu kommen. Normalerweise müsste man versuchen, hier reinzukommen. Dann hätte man das ganze Grün vor sich, um den Ball, um die Fahne anzuspielen. Oh je. Ja, der Wind drückt den rüber. Die Frage ist nur, wie weit rollt er dann? Ja, ja, mit dem Hölzchen ist es halt so, dass er dann genau zwischen den Bunkern aufkommt, ne? Und dann rollt er eher tendenziell mehr nach rechts. Okay. Okay. Er springt sofort links rüber. Ich hoffe, er kommt über den Bunker. Ja, er kommt rüber. So, und jetzt ist die Frage, wo rollt er, wann bremst er? Ah, der rollt in die Zuschauer, oder? Naja, okay. Ja, er ist wahnsinnig gerollt. Sehr weit gerollt. Der ist jetzt richtig. Ja, der geht rechts. Okay. Rollt er in den Bunker? Der rollt in den Bunker. And that ball gonna roll out a little too much as the momentum carries it all the way into the bunker. So a poor result on the tee shot. Now he'll dig in with his second to the par 4. Ja, wegen kurz spinnt er. Er spinnt auch noch, aber er ist auf dem Grün. Okay. Okay. I'd give that an 8 or a 9 out of 10. Being in a fairway bunker and safely on the green, you never know, might even sneak a birdie. So, 90 bis 97. The rough should have a go at this one. Second shot now, 14th hole. Finesse, wir haben Gegenwind. 90 bis 97. Er wird also kürzer bleiben. Wir haben Gegenwind. Jetzt schauen wir noch mal, was passiert. Wenn er aufkommt, springt er eher nach rechts. Also wir müssen auf jeden Fall länger spielen. Er wird wenig Spin haben. Er sollte wenig Spin haben, aber es kommt den Berg runter. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. This one's looking good. Bleibt er liegen? Ah, ein bisschen spinter. Okay. Aber ist okay, können wir mit leben. Decent-sized green. It's not bad. Just a little past the hole. We welcome in Iona Steven. This, a putt for birdie. And this will work right to left, but the slope is going to be the big cause for concern here. Could easily run out 5-10 feet past the hole. Ja, irgendwie hat er kein Glück mehr beim Putten, ne? Also irgendwas ist da. Das ist dann so die Courage, wenn man vor seinem eigenen Können plötzlich, ja, überrascht ist.
Okay, Level 12 Fuß. Mhm. Ja, ein kleines bisschen geht's berghoch. Ein kleines bisschen. Ja, und am Anfang viel Break und dann wird es immer weniger. Über links reinkippen lassen. Das heißt, etwas langsamer spielen. Oh, how about it? A beauty there. It is in for a birdie. And he's trying to work back into it. Four back with four to go. Ha. No issues there. It is a par here at 14. And he'll remain at 6 under par. So, minus 9. Jason Day ist jetzt geteilt in Führung. Wir sind minus 6. The final par 3 on the course, the 15th, listed at 206 yards. Don't be lulled to sleep by the sound of crashing waves and seagulls. This hole can bite you, especially if you don't avoid that front right bunker, the deepest on the course. Ja, das ist auch wieder so ein ganz, ganz gefährliches. So, wir sind in den Top 10. Noch sind wir in den Top 10. Eisen 5, das spiele ich definitiv nicht. Der Wind drückt den unheimlich nach links. Es ist etwas niedriger. Wenn der in den Hang geht, dann würde es etwas bremsen. Ja, ich meine, es ist ein bisschen Gegenwind, ne? Und wir wollen ja eigentlich aufs Grün. Okay. Er nimmt die Kurve, das heißt, ja, und jetzt müsste er aber da vorne ein bisschen nach rechts springen, oder? Okay, das ist gut. Kann ich mit leben. Ist okay. That one safely on the putting surface. Oh, der geht böse rechts weg. Ja, springt er in den Bunker? Oh, ins Raff. Ja, hat er noch Pech. Ja, jetzt hat er ein bisschen Pech. Wenn er noch ein bisschen rausgerollt wäre. Ja, sowas will man nicht. Aber das hat er sehr gut gemacht. Das hat er sehr, sehr gut gemacht und kann das Paar noch retten. Now this for another birdie. Well, he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. So, es geht ein bisschen bergrunter. Also zuerst geht es ein kleines bisschen hoch und dann geht es bergrunter. Okay. Ja, vorhin war das ungefähr die Hälfte, aber es ist stärkeres Break. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Spiel den etwas kürzer, damit er uns nicht abhaut. Ja, geht sofort rechts weg. Hm, okay. Aber die Länge, oh ja, 3 Fuß noch. Das ist noch so, wie man so schön sagt, ein Wadenbeißer. Der ist noch nicht drin. Ja, spielt's Pärchen, okay, ordentlich. Ja, gutes Up and Down, würde man sagen. So, für uns ist es eigentlich ein gerader Putt, so wie ich das sehe. Bisschen über links vielleicht. Yeah, well done. That's in for par. Ja, keinen Schläge mehr verlieren. Keine Schläge mehr verlieren. This is one of the signature holes here at Bandon Dunes, the par 4, 16th. Some golfers play for the upper fairway, which gives you a bit of an angle to the green. Others, they stay down low, which is maybe a little safer. A third option is just to try and carry it over everything, but beware the pot bunkers and the gorse if you choose option C.
Ja, jetzt hat man da hier rechts wunderschön, wunderschön hier die Dünen und die Küste. Ja, das ist jetzt wieder genau das Thema. Da müssen wir den gut hier rein platzieren und eigentlich Hybrid. Ja, wir müssen nochmal gucken hier von oben. Also, wir müssen da rüber spielen. Dann ist da vorne nochmal so eine Kante. Ja, klar, und da müssen wir auch rein. Aber er darf dann nicht in die Bunker reinrennen. Ja, da ist hier diese Kante. Da müssen wir auf jeden Fall drüber. Der Wind ist aber, wir haben Rückenwind. Ein Hybrid müsste doch reichen. Und wenn der dann noch ein bisschen nach rechts rüber kickt. Ein Hybrid, ein bisschen hier diesen. Weil wie gesagt, der rollt ja gut. Ja, jetzt wird er noch da oben ein bisschen nach rechts runterrollen. Jo, dann liegt er auf dem Fairway. Und wir haben dann noch 64 Yards. Okay. Sehr schön. Der springt rein, ne? Der springt noch rein. Okay, das ist der direkte Weg. Okay, kann man auch machen. He gets a little lucky there and even bounces back into the fairway. So, can he capitalize on the break here? His second from the short grass. Longflop ist zu kurz sogar. Der Longflop ist zu kurz. Der landet im Bunker. Der Runner, da weiß ich nicht, wo er aufkommt. Der Runner. Spinner müsste beim zweiten Mal eigentlich bremsen. Also das Problem ist überall, dass wir diesen Bunker haben. 64. Wir müssen eigentlich den ein bisschen hinter den Stock spielen mit Spin. Das wäre eigentlich die Sache. So, wir haben etwas Rückenwind. Und es geht ein bisschen hoch. Ja, wir werden den versuchen so zu spielen. Bisschen Spin, komm, komm. Ah, bleibt zumindest liegen. Okay. Zumindest bleibt er liegen. Ja, der wird... Oh ja, den hat er gut gespielt. Aber er puttet vor uns. Zeigt uns ein bisschen die Linie. Müsste, glaube ich, ein bisschen nach rechts breaken, ne? Ja, guck's dir an. Oh, yes. Plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And that's going to leave him three back with just two holes remaining. Ein Inch nach oben. Okay, und das mal guten Ball links neben den Stock. Ein bisschen langsamer, damit er bremst und reinkippt. Ja, hätte ich die normale, das richtige Tempo genommen, also sprich das ursprüngliche Tempo, dann hätte es gereicht. Dann hätte es gereicht, okay. Naja gut, es war ja jetzt nicht zum Bogey bzw. zum Par. Okay, that'll be a par here at 16.
And he'll stay right where he is. So, zwei Bahnen haben wir noch. Ein paar fünf ist auch noch dabei. Also wir haben noch eine Birdie-Chance. Noch sind wir in den Top 10. Dann bin ich mal gespannt, wie weit er uns dann wieder rauskickt. Wide landing areas. That is not the case here at the par 4 17. You'll need to thread the needle here with bunkers on either side, thick rough on the left and a canyon to the right. But a safe drive in the fairway can yield a pretty good look at your second. Ja, auch ein cooles Par 4. 394 Yards ist eigentlich jetzt im Verhältnis nicht lang, aber da vorne wird es halt eng, ne? Und der geht, ja, das müsste passen, ja klar. Und das war ein Driver, oder? Das war kein Driver. Drive after drive has been superb. And this one, well, as we like to say, is in the mayor's office. Okay, doch, der hat einen Driver in der Hand. Okay, dafür ist aber ein bisschen kurz der Jason, finde ich. Wir brauchen keinen Driver, das bringt überhaupt nichts. Der rollt uns da nur raus. Wir nehmen das Hybrid. Ja, da vorne geht es einen Berg runter. Das ist mir, 150 Yards. Ja, der springt ein bisschen nach rechts und dann soll er eben nicht so viel rollen. Ja, weil er macht schon einiges an Strecke noch. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass er da nicht rausrollt. Das passt soweit. Was haben wir? 126. 50er. Couldn't ask for anything better. Split the fairway and now I'll have a go at this second shot. Okay, das Grün ist ein bisschen höher. Wir haben Approach, das heißt, wir haben Spin. Auf der anderen Seite haben wir Gegenwind. Das ist ein etwas erhöhte Grün, da müssen wir etwas tiefer schlagen. Aber mit dem Gegenwind bleibt er liegen. Approach heißt aber Spin und das will ich eigentlich nicht. Okay. Und ich will auf jeden Fall links vom Stock zum Liegen kommen. Aber so müsste es passen. Na, hinten rausrollen dürfte er nicht. Okay. Mit dem P. Ja, der ist kurz. Ja, okay. Okay, okay. And a good iron shot, just not quite as close as what we'd all want to finish, but still. Ja, das war überhaupt nicht das, was wir geplant haben. 105 yards to the front. 118 to the hole. Would not surprise me a bit if you were to stick this one close. Ja, der zielt ihn sehr weit links. Left to the hole and staying there. Und hat Spin. Und hat Spin. Ja, okay. It's a solid shot and a green in regulation, but a little away from the band. Little away from the band. On the slow side as he'll try to get this one close. Minus 10, das heißt, er hat jetzt eine 62 auf der Scorekarte im Moment. Und der geht nicht rein. Nein. Also eine 59 wird es höchstwahrscheinlich nicht. Eine 59. Ach du Schande. 10 Inches hoch. So, oder? Ja, da hinten dran. Okay, okay. Ja, das geht hier richtig den Buckel hoch. Zu viel, oder? Ja, okay. Zwei Fuß ist okay. Yeah, I think he knew right away that was never gonna get there. Ja, es bricht ein bisschen nach links. Aber es ist jetzt eben. No problems there. That's a par here at 17. And he'll remain right where he is.
He'll finish that one off with no problem. It's in for par. And he'll stay right where he is. Ja, also eine 59 müsste er an Albatros spielen. Das wird's nicht mehr. Wir sind immer noch Neunter mit 6 unter. Here at Bandon Dunes, the fog starting to thicken up a bit as we reach this 558-yard par 5. The big key is avoiding the bunkers off the tee. Do that, and you'll have a good chance to get out of here with a birdie or maybe even an eagle. Ja, ein Birdie wäre natürlich nicht verkehrt, dann denke ich, müssten wir in den Top 10 bleiben und dann gibt es wenigstens 30, 40 Punkte für den FedEx. Ja, Jason ist dran. Das hat so ein bisschen Bodennebel, ne? Also ist so ein bisschen D-Stick, wie wir sagen. Sieht richtig cool aus, mit der Sonne hinten durch die Wolken scheint. Ja, man hat eigentlich viel, viel Platz, sein Ball bleibt schnell liegen, sehr schnell liegen. Ja, 305 noch bis zum Loch. Das sind dann halt schon ein Holz. Ja, da muss er ihn rollen lassen. Okay, wir schauen mal. Ah, wir haben Gegenwind. Deswegen. So, wir versuchen den eher in die linke Seite reinzuspielen. Weg vom Bunker. Ja, aber deswegen muss er jetzt nicht noch ein bisschen mehr nach links. Springt er nach rechts? Ja, bleibt halt auch im Prinzip unheimlich gebremst. Der Hügel hat ihn unheimlich abgebremst. 270, was haben wir jetzt? 300? Ja, 296, 259, da könnte man mit dem Holz hinkommen. Da könnten wir hinkommen. Ja, er hat das Holz in der Hand. Oh, ein Eisen. Ja, dann legt er vor. Der legt vor. Der geht nicht aufs Grün. Und versucht durch einen guten Pitch dann noch das Birdie zu spielen. 91, okay. Ja, man sieht sie mit dem Gesicht an. So, was haben wir? Wir haben die Möglichkeit, aufs Grün zu kommen. Gegenwind. Hybrid. Über links. Dann rollt er uns ein wenig rechts rüber. Aber wir haben jetzt schon zweimal echt Pech gehabt, ne? Eisen 4. Soll heißen, also Pech gehabt war, mit, dass er uns mit dem Hybrid drüber hinausgerollt ist. Ich will den wenigstens aufs Grün bringen. Jetzt habe ich schon wieder da unten den Driver drin. Ah, Power Approach. Wenn wir jetzt einen normalen Approach spielen, dann Hybrid. Okay. Und dann hier über links. Wenn wir dann ein bisschen Glück haben, kickt er nach rechts und rollt hin. So, okay. Probieren wir das mal. Aber auf dem Grün wird er halt rollen, ne? Ah, bleibt schon wieder gerade eher nach links. Aber er müsste auf dem Grün ankommen, ja. Und bleibt auch drauf liegen. Also wir haben eben einen guten Putt. Ja, wir müssen da jetzt rechts über diesen Buckel. Also da müssen wir schon gut putten jetzt. 64 Fuß, oh je. I'm a tough taskmaster. If he makes the putt, or at least gets down in two, then I'm going to congratulate him on this hole. Ja, der sieht gut aus. Der sieht nicht schlecht aus. Da hat er die Chance, doch noch das Birdie zu spielen. Auf jeden Fall. Ah, good shot again there. Well thought out. Landing the ball short, letting the ball run onto the green. And inside, oh, I'd call that a birdie putt. So that's birdie range. So, wir zum Eagle. Na ja, klar, logisch. 2 Fuß berghoch. 2. Okay. 2, 4. 2, 4. Und dann noch ein bisschen. Ja, höchstwahrscheinlich. Weil sonst verhungert er uns. Und alles bricht nach rechts und zwar extrem. An den Stock ran. An den Stock. Wenn er langsamer wird, dann rollt er uns rechts runter. Also noch weiter links. Oh, yeah. When you think from that distance, the chances of making are almost none. So to guarantee a two-putt, well done. Now this for another birdie.
Boy, that's a good stroke. Just a fraction off target, but you can't get the speed any better than that. Yeah, that's well played. It's a birdie at 18. And that will write an end to the round here today. And that's going to wrap up our 18 holes of golf. So for our featured golfer, Frank, in the mix much of the week, it'll be a top 10 finish, but maybe a chance to rue a few missed opportunities. Depends how you look at it. I agree with you. Definitely some missed opportunities, but there's enough good there. So how do they show up next time, though? I think that's the key. So for Frank Nobolo, Nota Begay III, and Iona Stephen, I'm Rich Lerner. We'll see you next time on EA Sports PGA Tour Golf. So, das war jetzt ein bisschen von der Entwicklung umgekehrt. Während Jason Day hier furios losgelegt hat auf den ersten neun Loch, konnten wir praktisch auf den zweiten neun Loch ordentlich aufholen. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, so, minus 7, minus 10 und Jason Day hatte, ja, das Bogey eben genau an der 12. Und wir sind jetzt, glaube ich, noch in den Top 10. Achter. Also wir sind noch ein bisschen durchgerutscht, aber wir haben uns in den Top 10 dann doch festgesetzt. Und das ist natürlich hervorragend. Wieder eine Top 10-Platzierung. Minus 7. Ja gut, dann am Ende waren wir gar nicht mal so weit weg. Also es war schon wieder ein interessantes Turnier, wo man eben sieht anhand der Scorekarte, dass also zuerst hier der Kollege Jason Day hier, was waren es, minus 8, glaube ich. Und dann hier dann nochmal, ja, okay. Und dann sind wir halt erstmal richtig reingekommen und haben auch noch unser Eagle tatsächlich an der 13 gespielt. Ein glückliches Eagle. Aber ich glaube, nach dem ganzen Stress, den wir davor hatten, dann doch verdient. Wir schauen mal, was wir jetzt dadurch haben. Bandon Dunes Golf Resort haben wir abgeschlossen. Woche Nummer 9. 19.525, aber wir haben noch einiges an XP zum Leveln. Okay. You have qualified for EA, okay, für die Championship nächste Woche, weil da sind natürlich dann auch wieder zwei Turniere, das sehen wir jetzt gleich. Und zwar Woche Nummer 10 gibt es eben die EA Sports Championship. Da muss ich jetzt mal schauen, wie da die Einstellung für das Turnier ist. Und wenn hätten wir uns nicht qualifizieren können, dann wären wir zu den Wetlands Championship gefahren nach Green Grove Springs in Florida. So bleiben wir in Washington und somit an der Westküste und müssen nicht wieder rüberfliegen an die Ostküste. Wobei aber natürlich das nächste Turnier in South Carolina ist. Okay. Ja, stopp mal. Da haben wir doch tatsächlich zwischendrin noch ein Turnier, das habe ich gar nicht gesehen, die Carolina Open. Na gut, müssen wir uns mal Gedanken machen, wie sich das Ganze jetzt verhält, denn wir können natürlich ja auch Turniere skippen und überspringen. Wir müssen nicht jedes Turnier spielen und wir werden aber mit Sicherheit die EA Sports Championship spielen, weil es 550 Punkte gibt. Das ist also ein besonderes Turnier, während natürlich Woche 11 wieder ein Standardturnier ist mit einem Teilnehmerfeld von 144 und so wie es auch aussieht bei der EA Sports Championship mit einem Feld von 64 Spielern nur, werden wir definitiv wohl Punkte machen für den FedEx Cup, denn ich gehe mal davon aus, es gibt keinen Cut. Okay, und dann natürlich an Woche 12 wieder ein erlesenes Feld von 90 Spielern und es gibt natürlich 600 Punkte für den FedEx Cup. Augusta National Golf Club wartet auf uns, wir sind qualifiziert. Augusta, Georgia, das Masters Tournament. Okay, wir schauen noch mal kurz rein. Wir sehen es unten. Zwei Turniere konnten wir gewinnen. Das ist jetzt unsere dritte Top-10-Platzierung. Und was ich jetzt gerade vergessen hatte, ist eigentlich zu sehen, wie viele Punkte wir bekommen haben. Das sehen wir natürlich. Oh, Blick, stopp hier. Woche Nummer 9. 70. Wir haben also 70 Punkte bekommen für den FedEx Cup. Das ist okay. Und das bedeutet, dass wir jetzt
mit 736 Punkten führen. Also ich denke, wir könnten uns es wirklich leisten und uns gönnen, eventuell ein Turnier ausfallen zu lassen, nämlich dann die Woche Nummer 11, dass wir direkt nach der EA Sports Championship oder EA Championship direkt dann nach Augusta fahren. Okay, nichtsdestoweniger, das soll es also für dieses Turnier gewesen sein. Wir haben nochmal ordentlich gepunktet bzw. am Ende gescored. Unterm Strich bin ich dann doch zufrieden. Am Anfang war es wieder mal C, aber am Ende war es dann doch ganz ordentlich und wir sind in die Top 10 gekommen. Wieder ein gutes Ergebnis für das Jahr, das natürlich, auf das wir aufbauen können. So, wenn ihr da ein bisschen genau hinschaut, auf der rechten Seite habe ich mittlerweile 20.000 Reward Points und da müssten wir mal kurz in den Store gehen und schauen, ob es da was Interessantes gibt, denn natürlich wären Specs nochmal interessant. Wedge Specs wären nicht verkehrt. Iron brauche ich eigentlich nicht. Speeds habe ich ja schon und dann gibt es hier noch die Holz-Specs. Okay, müssen wir uns Gedanken machen. Schaue ich mir mal genauer an und eventuell werden wir uns dann zu Augusta noch ein bisschen hier verbessern. Zumal wir auch, ja, Punkte werden wir keine kriegen, aber wir haben 4 Punkte Skill Points und die könnten wir natürlich auch mal bei Gelegenheit dann entsprechend mal vergeben. So, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es war wieder interessant. Wir sind weiterhin auf der PGA unterwegs und ich sage an der Stelle Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal.